Die Studierendenvertretung plädierte dafür, das Gedicht zu übermalen und mit einem Werk einer weiblichen Autorin oder eines Autors mit Migrationshintergrund. Hi, mein Name ist Peter Frahm und bevor ich mit meiner hochgradig sexistischen und absolut widerwärtigen Traumfrauenanalyse von gestern weitermache, hier ein kurzer Einschub zum Thema grenzenloser Sexismus an Hochschulen. Und zwar habe ich das hier gestern geschickt bekommen und erstmal wieder ein Lachflash bekommen und dann gedacht, das muss Satire sein und dann gemerkt, es ist keine Satire. Und zwar, diese Kunst soll weg. Ein Gedicht von Eugen Gomringer soll von der Fassade einer Berliner Hochschule entfernt werden. Es ist das Ende eines Streits um Sexismus und Kunstfreiheit. Ein Kommentar von Schieß mich tot. Und hier steht wenigstens dabei Kommentar. Das heißt, hier wird angekündigt, dass es eine Meinung ist, was ich sinnvoll finde, wenn es denn Meinungen beinhaltet. So, und dann gucken wir uns die Bluttat mal an. Und oh ja, man sieht es wieder direkt, ja. Trieft nur so von Sexismus. Es läuft praktisch die Hauswand runter. Ja, was ist genau passiert? Die Entscheidung ist gefallen. Nach einem Online-Votum des Akademischen Senats, ja, womit sich Leute beschäftigen, hat die Berliner Alice-Salomon-Hochschule den Entschluss getroffen, ein Gedicht des Schriftstellers Eugen Gomringer zu entfernen, das seit 2011 die Fassade des Gebäudes ziert und an der Hochschule eine Debatte auslöste. Im Herbst soll das Haus saniert werden und ja, einen neuen lyrischen Anstrich bekommen. Also es hat eine Debatte ausgelöst, da weißt du ja, oder da glaubst du zumindest zu wissen, dass es ja irgendwas Krasses sein muss, dass es irgendwie was hochgradig Sexistisches ist. Vielleicht ein bisschen älteres Gedicht, wo wirklich noch der Sexismus gang und gäbe war im Alltag, ja, und wo es wirkliche Frauenunterdrückung noch so richtig gab und auch in Literatur halt die Frauenbilder jetzt bedenklich waren und so weiter. Das heißt, da muss ja was Krasses sein. Und dann bin ich mal gespannt, wie krass es denn wirklich ist. Der Streit nahm seinen Anfang, als Studierende der Hochschule bemängelten, dass das Gedicht Avenidas, das 1951 geschrieben und 1953 in der Schweizer Zeitschrift Spirale erst veröffentlicht worden war, sexistische Inhalte vermittle. Ja, sind wir mal gespannt. Die Studierendenvertretung, ja, es sind keine Studenten mehr, es sind jetzt Studierende, weil es ja auch hochgradig sexistisch ist. Ja, die Frauen kennen das, diese jahrelange Unterdrückung, weil sie auch Studenten genannt wurden. Das ist traumatisierend. Die Studierendenvertretung plädierte dafür, das Gedicht zu übermalen und mit einem Werk einer weiblichen Autorin oder eines Autors mit Migrationshintergrund. Ja, ich fordere jetzt auch, dass überall im Ausland deutsche Kunstwerke hängen, weil sonst ist das rassistisch. Ihr wisst, dass es so ist. Ja, es muss doch jetzt mal irgendwas mit Migrationshintergrund, sonst kannst du es direkt die Hitler-Hochschule nennen. Nein, 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 nein! Nach dieser Forderung hat ein Streit begonnen, der viele über die angespannte Diskussion über Geschlechts- und Identitätsfragen verrät. Ja, warum ist die Diskussion denn wohl angespannt? Die einen sahen die Kunstfreiheit und das männliche Abendland in Gefahr, die anderen erkannten im Gedicht überkommene Geschlechterbilder. Und da bin ich ja mal gespannt, überkommene Geschlechterbilder. Das Gedicht, das auf Spanisch geschrieben wurde und die konkrete Poesie begründete, lautet folgendermaßen: Avenidas und Schieß mich tot. Die deutsche Übersetzung lautet: Alleen, Alleen und Blumen, Blumen, Blumen und Frauen, Alleen, Alleen und Frauen, Alleen und Blumen und Frauen und, Achtung, ein Bewunderer. Prügel ihn, Centurio, für diese Unverschämtheit. Au! Wer das Gedicht liest, dürfte schnell feststellen, dass es sich um keinen eindeutig frauenfeindlichen Text handelt, sondern um ein hochgradig interpretationsoffenes Werk, das zugegeben, Achtung, jetzt kommt der Haken da dran, aus der Feder eines Mannes stammt. Ach Gott, ja gut, das muss natürlich direkt zensiert werden. Kann man das Gedicht deshalb sexistisch finden? Ja, Idioten können das sexistisch finden. Ja, was steht denn da drin? Achtung, was ist der Inhalt dieses, in Anführungszeichen, Gedichtes? Ich bin da ja etwas kritisch. Ich knall euch hier nach dem Abspann auch mal eine Szene rein, was ich zu diesem ganzen Kunstkram zu sagen habe. Und die Szene ist zum Schießen, ist aus L.A. Story mit Steve Martin, so eine legendäre Szene. Und die beschreibt relativ gut, was ich so über Kunst und vor allem über solche Kunst denke, wo ich sage, okay, das kann jetzt auch durch so einen Bullshit-Automaten, ja, es gibt doch so Bullshit-Zitat-Automaten, gibt es auch im Internet, dann gibt es irgendwie was ein, ja, gibt zum Beispiel von Deepak Chopra, der immer so verrückte Sachen redet, da gibt es irgendwie den Deepak Chopra Bullshit-Generator oder sowas, ja, dass irgendwelche unzusammenhängenden Sätze zusammengebildet werden, die sich aber so für jetzt labile Leute oder für naive Leute so anhört, als hätte da was wahnsinnig Profundes gesagt. Und so ähnlich denke ich das über solche
Gedichte hier, wo ich denke, ja, das könnte jetzt auch ein Achtjähriger zusammengeknallt haben. Und ich weiß, ich kriege dann immer von den Kunstexperten, Der Wolf. ja, von den studierten Kunstexperten kriege ich dann immer gesagt, ja, das ist aber wesentlich nuancierter und das muss man ganz anders sehen und das kommt ja drauf an, was es auslöst beim Beobachter und bla bla bla, das ganze Geschwafel, ja, was aus psychologischer Coach-Sicht relativ schwierig ist, weil Kunst ja hochgradig Bedeutungsgebung einfach nur ist. Das Lamm. Und da muss ich immer an diese Brille denken, die in irgendeinem Museum vergessen oder fallen gelassen wurde. Irgendeiner hat die verloren oder fallen lassen und was weiß ich was. Und dann liegt die da im Museum am Rand auf dem Boden und dann haben sie alle gedacht, das wäre ein Kunstwerk und haben das fotografiert und gesellschaftskritisch und was weiß ich was da rein interpretiert. Dabei hat er nur irgendein Affe, ja, Vorsicht, Rassismus, hat da halt irgendein Affe oder irgendeine Affin ihre oder seine Brille fallen gelassen und vergessen. Und ich habe in der Kindheit mal, das erwähne ich auch in irgendeinem älteren Video, aber ich habe das Video bisher nicht gefunden, haben sie Affen in den Raum gesteckt mit Leinwänden und Pinseln und Farbe und so weiter. Und dann haben die halt so blöde Striche da einfach gemacht, so grün, gelbe, also immer abwechselnd irgendwelche Striche. Und haben das dann ausgestellt und Kunstkritiker eingeladen und dann haben die sich den Hintern abgeschwafelt. Von wegen, ja, hier sieht man es ja grün, gelb, dann wieder rot, dann wieder gelb, wie gesellschaftskritisch das doch ist und was sie da reininterpretiert haben. Ich weiß noch, mein Vater damals, ja, da war ich halt noch ein Kind, ja, mein Vater damals laut gelacht auf der Couch und ich mich auch mit kaputt gelacht. Auf der grünen Wiese. Von daher ist meine Meinung von Kunst, dass es auch irgendwie im gewissen Sinne vielleicht auch was mit Können zu tun haben sollte. Was ich zum Beispiel nicht abstreiten will, ist, dass es auch moderne Kunst und abstrakte Kunst gibt, die interessant sein kann. Ja, es gibt auch Bilder, die mir gefallen, wo jetzt nichts drauf zu erkennen ist, ja, außer ich will da zwangsläufig oder zwangsweise was drauf erkennen. Gibt es aber durchaus Bilder, wo ich sage, ja, finde ich gut, ist eine schöne Stimmung auf dem Bild oder sind schöne Farbkombinationen und was weiß ich was. Und kann man ja auch drüber diskutieren und sich von inspirieren lassen, aber das würde ich dann nicht als Kunst im Sinne von Können bezeichnen, sondern da müsste meines Erachtens ein zweiter Kunstbegriff eingeführt werden, um was von Können zu trennen. Der Wolf, das Lamm, Und ja, man kann natürlich sagen, dass alles Kunst ist. Ja, es gibt auch irgend so einen Affen, der Bilder malt und eins ist so orange-gelb. Ich gucke mal, ob ich das finde und kurz hier reinknallen kann. Yes, da habe ich es gefunden und finde ich wirklich ganz geil, muss ich sagen. Und kannst du jetzt nicht von irgendeinem modernen Kunstwerk unterscheiden. Und kein Wunder, dass dann irgendwelche Kunstkritiker sich da den Ast abschwafeln und irgendeinen letzten Quatsch da rein interpretieren. Du weißt gar nicht, was du für ein Glück hast, ein Affe zu sein. Ein Bewusstsein ist ein furchtbarer Fluch. Das finde ich zum Beispiel auch nicht schlecht, sieht nicht schlecht aus, das Bild. Und dann wurde auch drüber diskutiert, ja, kann das Kunst sein, wenn das von Tieren kommt, weil es geht ja darum, was es bei Leuten auslöst und so weiter. Aber es ist mir alles viel zu viel. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt hier J.R.R. Tolkien wäre und eigene Sprachen erfunden habe und ein absolut verrückt geniales Buch geschrieben hätte, oder eben sonstige Schriftsteller und Künstler und was weiß ich, was die richtig pervers was drauf haben und sehe mich dann in einem Atemzug mit irgendeinem Hayupai genannt, der nur eine Brille hingelegt hat oder nur einen Punkt gezeichnet hat. Es gibt da ganz verrückte, angeblich künstliche Bilder. Ja, oder halt irgendeinem Affen, der einfach ein paar Farbkleckse hingemalt hat. Ein Lurch lugt hervor. Da würde ich mich dann, glaube ich, schon ein bisschen wundern. Aber ich freue mich natürlich schon auf die Kommentare von ausgewiesenen Kunstexperten, die mir dann erklären, wie das eigentlich alles zu sehen ist. Ja, wie viel tiefer das doch eigentlich alles noch geht, der Kunstkaninchenbau. Der Habicht. Und was ich doch für ein Banause bin. Ja, freue ich mich drauf. Wolf und Lamm, das hat ja eine lange Geschichte. In diesem Thema Wolf und Lamm liegt ja auch immer die Vision einer möglichen Versöhnung am Ende der Zeit. So, weiter geht's also zugegebenermaßen. Ja, es ist uns allen peinlich, aber es stammt doch tatsächlich aus der Feder eines Untermenschen, eines Mannes. Ja, und wenn der dann noch weiß, ist ja gut, dann weißt du, dass es nur ein Sexist sein kann. Und dann am besten noch hetero, dann ist er direkt Hitler. Kann man das Gedicht deshalb sexistisch finden? Ja, natürlich, es ist ja von einem Mann geschrieben worden. Ein falsches Signal. Es gibt Analysen, die eine derartige Lesart durchaus bekräftigen. Das Werk reiht auf der einen Seite Begriffe aneinander, die klischeehaft den weiblichen Körper mit Blumen, also mit objektivierbarer Schönheit vergleichen. Ja, sagt wer steht wo? Das ist reine Bedeutungsgebung, außer der Autor hat sich irgendwo mal geäußert, wie er es denn gemeint hat. Ja, dann kann man ihm vielleicht irgendwas vorwerfen. Aber wenn du schreibst Alleen und Blumen und Frauen und Bewunderer,
Das kann alles heißen. Das kann auch hochpositiv sein, dass irgendwie Frauen durch Alleen laufen und ein Bewunderer sitzt dabei und sagt: Mein Gott, was ist das eine tolle Schöpfung hier? Und was weiß ich was. Es kann jeden Quatsch heißen. Und es kann auch sein, dass es gar nichts heißt, sondern dass er einfach nur gewürfelt hat oder gesagt hat: Komm, jetzt schreibe ich mal irgendeinen Scheiß hier hin. Und deshalb ist es ja noch interessanter, was diese Social Justice Warrior da rein interpretieren, weil das ja viel mehr über diese Leute aussagt, als über den Gomringer oder über das Gedicht an sich. Genauso wie es in der Abschlussszene hier nach dem Abspann ist. Und wenn du in diesen paar zusammenhanglosen Worten hier Sexismus drin erkennen kannst oder glaubst zu erkennen, ja, was über wen sagt das denn was aus und was sagt das dann über dich aus? Und ich habe mir gerade überlegt, vielleicht steige ich ja dann demnächst auch mal ganz genüsslich in die Kunstszene ein. Natürlich dann unter meinem Pseudonym Pi Pfiffi. Denn so schwer scheint das Ganze ja nicht zu sein. Ich sage dann einfach See, Abenddämmerung, Frau und Zweifler. Antisemit! Und dann lasse ich es natürlich noch auf Spanisch übersetzen, damit es jetzt ein bisschen geiler und künstlerischer noch klingt. Und dann bin ich mal gespannt, was da für Preise mit verbunden sein werden oder ob es einen Shitstorm in Sachen Sexismus gibt, weil ich ja die Frau im See ertrinken will oder was weiß ich was. So, weiter geht's. Der einzige aktive Teil im Gedicht ist der Bewunderer. Er schaut, während die Frauen, Alleen und Blumen angeschaut werden. Ja, vielleicht gucken die Frauen ja auch zurück und was weiß ich was. Der Bewunderer nimmt, die anderen geben. Ja, sagt wer steht wo, ist eine Interpretation halt. Auf der anderen Seite muss man anerkennen, dass das Gedicht keine Verben hat. Also das finde ich übrigens Diskriminierung, ja, das ist meines Erachtens Verbismus oder Verbsexismus oder Verbrassismus, einfach die Verben da wegzulassen, das geht so meines Erachtens nicht. Dem Dude macht das was aus, so läuft das nicht. Klar, okay, diese Aggression läuft so nicht, Mann. Jegliche aktive Verbindung zwischen den Nomen ist reine Auslegungssache, ja. Ach nee, Gomringers Lyrik konnte dadurch erst zum Streitfall werden, weil sie keine Klarheit herstellt, sondern mit Ambivalenzen und Mehrdeutigkeiten spielt, die sich der Alltagssprache entziehen. Diese Spannung macht Gomringers Zeilen überhaupt erst literaturfähig. Ja, man kann sich kaum was Spannenderes vorstellen als vier Worte zusammen, die ein bisschen zusammenhängen und Blumen und Frauen und Alleen und Bewunderer. Ja, es ist also hochgradig spannend. Mehrdeutigkeit ist aber für manche Beobachterinnen und Beobachter kein erträglicher Zustand. Wäre die Konsequenz aus dem Streitfall also, dass nur ideologisch einwandfreie und alltagssprachlich geprüfte Werke die Akzeptanz der Öffentlichkeit fänden, würde Kunst zum Kompromiss degradiert und damit zu trister Langeweile verdammt. Ja, das wäre ja schlimm, dann wäre die ganze Spannung raus. Und genau das ist auch das Problem an der Entscheidung der Hochschule. Sie ist ein fauler Kompromiss. Anstatt das Gedicht an der Fassade beizubehalten und einen kritischen Umgang mit den unterschiedlichen Meinungen anzustoßen, wird nun eine Lösung vorgeschlagen, die alle glücklich machen soll, ohne weiter über die eigentliche Auseinandersetzung reden zu müssen. Das ist ein falsches Signal. Das Problem ist, dass es überhaupt eine Auseinandersetzung gibt. Man kann das Gedicht ja irgendwie behandeln und dann darüber diskutieren, was könnte das meinen und sowas. Aber dass da sich überhaupt irgendeiner angepisst fühlt oder irgendwie Anstoß daran nimmt, ist hochgradig verrückt. Ich denke mir da immer, haben die Leute überhaupt nichts zu tun, haben die gar keine Hobbys, haben die gar kein Leben oder was, um sich mit so einem Scheiß hier zu beschäftigen. Und das Verrückteste ist, dass die Leute anscheinend nicht auf den Trichter kommen, dass ihre Meinung nur Interpretation ist. Die scheinen alle mit dem Gomringer zur Grundschule gegangen zu sein und den genau zu kennen, wie der was meint und wie er diese vier völlig wahllos aneinandergereihten Worte denn genau meint. Letzter Absatz, ebenso schräg ist es jedoch dem Hochschulrat Beben, Zensur vorzuwerfen. Schließlich soll Gomringers Werk neben der Fassade auf einer Tafel in Spanisch, Deutsch und Englisch erhalten bleiben und an die Kontroverse erinnern. Ja, das finde ich ja gut, dass sie es nicht einfach komplett wegmachen. Man kann diesen Ausgang unglücklich finden, aber undemokratisch ist er nicht. Es ist eine Entscheidung, die selbst schon so mehrdeutig ist, dass sie ein eigenes Gedicht verdient. Ja, das war der Schwachsinn des Tages und dann der erste Kommentar unten war, die Welt ist verrückt geworden und jetzt der Kommentar ist der Knaller hier und da weißt du wieder nicht, ist das jetzt ernst gemeint von einem Social Justice Warrior? Ich glaube ja, es könnte aber auch eine perfekte Satire da drauf sein. Du kannst heutzutage den Quatsch nicht mehr von Parodie unterscheiden. Mit der Entfernung des unerträglichen Gomringer Gedichts ist zwar ein vielversprechender Anfang gemacht, doch greift die Kritik des Asta natürlich viel zu kurz. Jegliche Erwähnung von Frauen in literarischen Texten männlicher Autoren ist immer nur ein Ausdruck männlich-sexistischer Projektionen und hat daher strikt zu unterbleiben. Ja, natürlich. Ja, du kannst es nicht einordnen. Normal würdest du zu 100% sagen, dass es hier Parodie ist, aber es gibt mittlerweile so Leute, die wirklich so denken und reden. Auch bisher weitgehend unkritisch rezipierte Frauenfiguren wie Homers Helena, Goethes Gretchen und so weiter müssen als literarische Bix-Vorlagen entlarvt und diese Werke umgehend aus allen öffentlich finanzierten Bibliotheken entfernt werden. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Ja, das kennen wir doch geschichtlich irgendwoher.
Schreibt der nächste hier, herrlich, ich könnte darüber lachen, wenn es nicht so bitter wäre. Die Realität ist von Satire nicht mehr zu unterscheiden, ja. Und der nächste schreibt, so was Ähnliches gab es schon mal in Deutschland. Ja, das war's mal für heute aus dem Social Justice Warrior Kuriositäten und Absurditäten Kabinetts. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann, ciao. Thank you for the suggestion. It was a good one without a question. Do a comment, subscribe, what's the original? I just told you again, it was subliminal. I like the relationships. I mean, each character has his own story. I mean, puppy is a bit too much, but you have to overlook things like that in these kind of paintings. But the way he's holding her, it's almost filthy. I mean, he's about to kiss her, and she's pulling away. The way the leg is sort of smashed up against her. Look how he's painted the blouse, sort of translucent. You can just make out her breast underneath, and it's, you know, sort of touching him about here. It's really pretty torrid, don't you think? Then, of course, you have the onlookers peeking at them from behind the doorway like they're all shocked. They wish. Yeah, I must admit, when I see a painting like this, I get emotionally erect. I should think you just wanted to test the audience. Isn't the whole life a test of the audience?